Guten Tag, sehr verehrte Mitglieder des Föderationsrates, die Abgeordneten der Staatsduma, sehr verehrte Vertreter der Republik Krim und Sewastopol, die befinden sich unter uns, Bürger Russlands, Bewohner der Krim und Sewastopol. Sehr verehrte Freunde, wir haben uns heute versammelt zur Frage, die eine lebenswichtige Bedeutung hat, eine historische Bedeutung hat für uns alle. Am 17. März auf der Krim fand ein Referendum statt und dieses Referendum verlief in völliger Entsprechung mit den internationalen Prozeduren und internationalen Normen. Es beteiligten sich mehr als 82 Wähler an der Abstimmung. Mehr als 96% sprachen sich für die Wiedervereinigung mit Russland. Das sind sehr überzeugende Zahlen. Um zu verstehen, warum es eben diese Wahl getroffen wurde, ist es wichtig, die Geschichte der Krim zu wissen. Zu wissen, was bedeutete und bedeutet Russland für die Krim und die Krim für Russland. Auf der Krim ist alles durch unsere gemeinsame Geschichte und Stolz durchdrungen. Hier ist das alte Chersones, dort wurde der heilige Fürst Wladimir getauft. Seine spirituelle Heldentat, die Hinwendung an die Orthodoxie haben die gesamte Werte, Kultur und Zivilisation bestimmt, die die Völker Russlands, der Ukraine und Belarus vereinigt. Auf der Krim befinden sich die Gräber der russischen Soldaten, deren Mut 1783 wurde vom russischen Staat übernommen. Die Krim ist Sewastopol, eine Stadt, die eine Legende ist, die Stadt eines großen Schicksals, die Stadt der Festung und die Heimat der russischen Schwarzmeerflotte. Die Krim, das ist Balaklava und Kertsch, Malachow, Kurgan und Sapun-Gara. Jede von diesen Orten ist für uns heilig. Das sind Symbole des russischen Ruhmes, der Krieger und der Heldentat. Das ist eine Verschmelzung, einzigartige Verschmelzung der Kulturen und Traditionen vieler Völker. Und das ähnelt ihn mit dem großen Russland, wo im Zuge der Jahrhunderte kein Ethnos sich aufgelöst hat. Die Russen, Ukrainer, Krim-Tataren und Vertreter anderer Völker lebten und arbeiteten nebeneinander auf dem Boden der Krim. Und dabei haben sie ihre Eigenart, Tradition, Sprachen und den Glauben bewahrt. Übrigens, heute von 2.200.000 Bewohnern der Krim sind mehr als die Hälfte die Russen, 350 die Ukrainer, die bevorzugen die russische Sprache als ihre Muttersprache und etwa 390 Krim-Tataren, deren größten Teil, wie das Referendum zeigte, auf Russland eingestellt sind. Ja, es gab Zeiten, als die Krim-Tataren genauso wie auch andere Völker der UdSSR auch eine brutale Ungerechtigkeit erlebt haben. Ich möchte sagen, unter den Repressionen litten damals viele Millionen Menschen verschiedener Nationalitäten, in erster Linie allerdings die Russen. Die Krim-Tataren sind zurück auf ihren Boden gekommen. Und es müssen alle möglichen politische, gesetzgeberische und andere Entscheidungen getroffen, die den Prozess der Rehabilitierung der Krim-Tataren abschließen würden.
die Entscheidungen, die deren Rechte wiederherstellen und deren guten Namen in vollem Umfang wiederherstellen wird. Wir respektieren alle Nationalitäten, die auf der Krim wohnen. Das ist deren gemeinsames Haus. Das ist deren kleine Heimat. Und das wird richtig sein, wenn auf der Krim, und ich weiß, dass die auf der Krim unterstützen, dass dort drei gleichberechtigte Amtssprachen sein werden. Russisch, Ukrainisch und Krim-Tatarisch. Verehrte Kollegen, im Herzen, im Bewusstsein der Menschen war und blieb die Krim immer ein unentbehrlicher Teil Russlands. Diese Überzeugung gründet sich auf der Wahrheit und der Gerechtigkeit, war unerschütterlich und wurde von einer Generation in die andere weitergegeben. Es war die Zeit und die Umstände davor machtlos. Machtlos alle dramatischen Veränderungen, die wir erlebt haben und unser Land erlebt hat im Laufe des gesamten 20. Jahrhunderts. Nach der Revolution, die Bolschewiki haben aus vielen Überlegungen, mag Gott denen Richter sein, haben sie in Bestand der ukrainischen Sowjetrepublik einen bedeutenden Teil des historischen Südens Russlands aufgenommen. Das wurde vorgenommen ohne Berücksichtigung der nationalen Zusammensetzung der Menschen. Und jetzt ist das der moderne Südosten der Ukraine. Und 1954 kam die Entscheidung, auch das Gebiet der Krim in den Bestand der Ukraine zu übergeben. Auch die Stadt Sevastopol, obwohl damals Sevastopol der Sowjetunion unterstellt. Der Initiator war persönlich der Chef der Kommunistischen Partei, Khrushchev. Wovon wurde er bewegt? Wollte er Unterstützung der ukrainischen Nomenklatur haben oder wollte er seine Schuld irgendwie verstecken für die Massenrepressalien in der Ukraine? Das soll die Geschichte entscheiden. Für uns ist das Wichtige viel anders. Diese Entscheidung wurde getroffen mit offensichtlichen Verletzungen der damals gültigen Verfassungsnormen. Es wurde hinter den in den Kabinetten beschlossen. Unter den Bedingungen des totalitären Staates hat man die Bewohner der Krim und Sevastopol nicht gefragt. Man hat sie vor eine vollendete Tatsache gestellt. Auch damals fragten sich die Menschen, warum landete die Krim im Bestand der Ukraine? Aber man soll sagen, dass eigentlich wurde diese Entscheidung als eine Formalität aufgefasst, denn die Territorien wurden im Rahmen eines großen Landes weitergereicht. Man konnte sich damals überhaupt nicht vorstellen, dass die Ukraine und Russland nicht zusammen sein können, dass sie zu verschiedenen Staaten gehören können. Aber das ist geschehen. Das, was für unmöglich gehalten wurde, ist leider Realität geworden. Die Sowjetunion ist zerfallen. Die Ereignisse entwickelten sich so schnell, dass kaum einer der Bürger verstand, wie dramatisch diese ganzen Ereignisse waren. Viele Menschen in Russland und in der Ukraine und auch in anderen Republiken haben gehofft, dass die Gemeinschaft der unabhängigen Staaten, die damals entstanden ist, eine neue Form der gesamten Staatlichkeit sein wird. Und man hat denen versprochen, die gemeinsamen Devisen und den einheitlichen Raum und auch die gemeinsamen Streitkräfte. Aber das blieb alles nur als Versprechen. Und das große Land verschwand. Und als die Krim plötzlich bereits in einem anderen Staat landete, erst dann hat Russland gespürt, dass das nicht nur beklaut, sondern auch beraubt wurde. Zugleich sollen wir auch ganz offen sagen, dass Russland selbst, indem die Parade der Souveränität in Gang gesetzt hat, dazu beitrug, dass der Zerfall stattfand. Und bei dem Zerfall vergaß man von der Krim und auch man hat den Stützpunkt der Schwarzmeerflotte vergessen in Sevastopol. Viele Russen sind zu Bett gegangen in einem Land und sind wach geworden im Ausland. Und sie wurden plötzlich nationale Minderheiten in den ehemaligen sowjetischen Republiken. Und das russische Volk wurde zu einem der größten, wenn überhaupt nicht zum größten Volk, getrennten Volk, geteilten Volk in der Welt. Jetzt schon nach vielen Jahren habe ich gehört, dass die Bewohner der Krim sagen, dass damals 1991 wurden sie praktisch wie ein Sack Kartoffel aus einer Hand in die andere Hand übergeben. Es fällt schwer, sich nicht damit einverstanden zu erklären. Und der russische Staat, wozu ist es
notwendig, Russland. Russland hat den Kopf gesenkt und fügte sich, hat diese Kränkung verschluckt. Unser Land befand sich damals in einem so schwierigen Zustand, dass wir nicht in der Lage waren, unsere Interessen zu schützen. Aber die Menschen konnten sich damit nicht abfinden, mit dieser himmelschreienden historischen Ungerechtigkeit. In der ganzen Zeit, die Bürger und auch andere Menschen haben diese Frage gestellt und sagten, dass die Krim, das ist ein altes russisches Land und Sewastopol ist eine russische Stadt. Das haben wir alles gespürt, aber wir mussten die entstandenen Realitäten berücksichtigen und dann bereits auf der neuen Grundlage die gut nachbarschaftlichen Beziehungen mit der unabhängigen Ukraine bauen. Und die Beziehungen zur Ukraine mit der brüderlichen ukrainischen, mit dem brüderlichen ukrainischen werden weiterhin wichtig bleiben und werden ohne Übertreibung. Zurzeit kann man ganz offen sprechen. Ich kann Ihnen einige Details der Verhandlungen zum Besten geben. Die Verhandlungen fanden im Anfang des Jahres 2000 statt. Kuchma hat mich damals gebeten, die russisch-ukrainischen Grenzen festzulegen. Davor hat sich dieser Prozess nicht entwickelt. Russland hat die Ukraine anerkannt, aber es wurden keine Verhandlungen über die Delimitierung der Grenzen durchgeführt. Wir verstanden die Schwierigkeit dieses Prozesses. Ich habe aber sofort den russischen Behörden den Auftrag erteilt, diese Arbeit zu aktivieren, damit alle verstehen, indem wir einverstanden uns erklären mit der Delimitierung der Grenzen, haben wir faktisch die Krim als ukrainisches Hoheitsgebiet anerkannt und diese Frage endgültig geschlossen. Wir sind der Ukraine auch in anderer komplizierten Frage entgegengekommen, wie zum Beispiel die Meerenge von Kertsch und Asowsches Meer. Warum machten wir das? Wir sind davon ausgegangen, dass die guten Beziehungen zur Ukraine für uns die wichtigsten sind und die dürfen nicht zu Geisel werden bei den territorialen Streitigkeiten, die in die Sackgasse führen. Aber dabei haben wir damit gerechnet, dass die Ukraine unser guter Nachbar bleibt und dass die russischstämmigen Bürger im Südosten und auf der Krim unter einem demokratischen, zivilisierten Staat leben werden, dass deren gesetzliche Interessen gewährleistet werden, entsprechend den Normen des Völkerrechts. Aber die Situation entwickelte sich in eine andere Richtung. Mehrfach wurden Versuche unternommen, die Russen, denen das historische Gedächtnis zu nehmen und auch die Sprache und die gewaltsam zu assimilieren. Und natürlich die Russen, wie auch die anderen Bürger der Ukraine, haben gelitten unter dem ständigen politischen Krise, permanenten Krise, staatlichen Krise, die in der Ukraine schon seit 20 Jahren im Gange ist. Man kann verstehen, warum die Ukraine Veränderungen wollte. In der Zeit der Unabhängigkeit, die Macht war praktisch hing denen eigentlich zum Halse heraus. Es wechselten sich die Präsidenten, die Ministerpräsidenten, Abgeordnete, aber es änderte sich die Einstellung dieser Leute zu dem eigenen Land und der Leute. Die haben die Ukraine gemolken, die kämpften um die Vollmachten, um die Aktivas und die Finanzströme. Und die Machttragenden interessierten sich kaum dafür, wovon die einfachen Menschen leben. Deshalb viele Bürger der Ukraine sehen keine Perspektive für sich im eigenen Land und arbeiten als Tagelöhner. Und zwar die reisen als Tagelöhner in die anderen Länder, nicht in irgendwelche Silikontal. Erst alleine in Russland arbeiteten im letzten Jahr 3 Millionen solche Bürger, deren Verdienste betrugen etwa 12% des Bruttoinlandsprodukts der Ukraine. Ich verstehe sehr gut, der mit friedlichen Parolen auf den Maidan gekommen ist und trat gegen die Korruption, gegen die ineffiziente Staatsverwaltung, gegen die Armut und für das Recht, für die Wahlen, für die demokratischen Prozeduren. Die Wahlen sind eben dazu da, um die Wahl zu ändern, die den Menschen nicht passt. Aber die Menschen, die hinter den letzten Ereignissen der Ukraine stehen, die haben andere Ziele verfolgt, die haben ein
nächsten Staatsstreich geplant. Die haben geplant, die Macht zu ergreifen, und dabei machten sie vor nichts Halt. Die haben Terrormorde eingesetzt, Pogrome verwendet. Die wichtigsten Erfüller dieses Staatsstreiches wurden Nationalisten, Neonazisten, Russophoben und Antisemiten. Ausgerechnet die bestimmen auch bis heute das Leben der Ukraine. In erster Linie die neuen sogenannten Machthabenden haben ein skandalträchtiges Gesetz über die Überprüfung der Sprachenpolitik. Und das beeinträchtigte eindeutig das Recht der nationalen Minderheiten. Allerdings haben die ausländischen Sponsoren dieser heutigen Politiker und die Kuratoren der jetzigen Macht haben sofort die Initiatoren dieses Vorhabens zurechtgewiesen. Denn die sind ja kluge Menschen, man soll das nun zugeben. Und die verstehen, wohin führen die Versuche, ethnisch saubere ukrainischen Staat aufzubauen. Das Gesetz wurde beiseite geschoben, aber für alle Fälle ist das Gesetz da. Über die Tatsache der Existenz dieses Gesetzes wird es jetzt verschwiegen, vielleicht rechnen Sie mit dem kurzen Gedächtnis der Menschen. Aber allen ist es absolut klar geworden, was haben die ideellen Erben von Bandera vor in der Zukunft. Übrigens den Unterstützer und Gefährten von Hitler im Zweiten Weltkrieg. Das ist auch klar, dass es gibt in der Ukraine immer noch ein Machtvakuum. Wir haben keinen Gesprächspartner. Viele Staatsorgane für selbsternannten Politikern usurpiert. Und dabei haben sie nichts unter Kontrolle im Land. Und selbst, ich bedeute selbst, die befinden sich auch selbst unter der Kontrolle der Radikalen. Selbst von irgendwelchen Minister jetzt zu empfangen, kann man nur mit der Erlaubnis der Kämpfer und Freischärler des Maidans. Das ist kein Witz, das ist die Realität. Wer sich gegen den Putsch aufstand, dem wurden die Repressalien bedroht und auch Strafmaßnahmen wurden. Und als erster standen natürlich die Krim, die russischstämmigen der Krim. In diesem Zusammenhang haben sich die Bewohner der Krim mit Hilfeanfragen gewandt an die Russische Föderation, um nicht zuzulassen, damit das passiert, was passierte und immer noch passiert, in Odessa, in Kharkiv und in anderen Städten der Ukraine. Natürlich mussten wir stattgeben, dieser Bitte. Wir konnten die Bewohner der Krim im Unglück lassen. Das wäre sonst ein Verrat gewesen. In erster Linie. In erster Linie, wir sollten die Bedingungen schaffen für eine freie und Willensäußerung, damit die Bewohner der Krim selbst ihr Schicksal bestimmen können, zum ersten Mal in der Geschichte. Aber was hören wir jetzt von unseren Kollegen aus dem Westeuropa und Nordamerika? Man wirft uns vor, wir verletzen die Normen des Völkerrechts. Gut, dass Sie wenigstens daran gedacht haben, dass es überhaupt Völkerrecht vorhanden ist. Dafür auch dankbar, lieber später als niemals. Aber auch zweitens und das Wichtigste, was verletzen wir denn eigentlich? Ja, der Präsident der Russischen Föderation hat von dem Oberhaus, unser Parlament, das Recht, auch die Streitkräfte einzusetzen. Aber bis jetzt, streng gesagt, haben wir dieses Recht gar nicht in Anspruch genommen. Die russischen Streitkräfte haben die Krim nicht besetzt. Die befanden sich dort schon von vornherein, entsprechend dem internationalen Vertrag. Wir haben unsere Gruppierung versteckt, aber dabei, ich möchte betonen, wir haben gar nicht die Anzahl, die Stärke der Schwarzmeerflotte überstiegen, die von Vertrag festgesetzt ist. Das betrug 25.000 Personen. Und ferner, indem die über die Unabhängigkeit erklärt haben und auch das Referendum festgesetzt haben, hat das die oberste Rada der Krim auf die Bestimmungen der UNO hingewiesen. Und dort geht es um die Selbstbestimmung. Übrigens auch die Ukraine selbst beim Austritt aus der Union dasselbe vorgenommen hat, fast wortwörtlich exakt dieselben Schritte unternommen hat. In der Ukraine hat man dieses Recht in Anspruch genommen
Und warum dürfen die Bewohner der Krim dieses Recht nicht in Anspruch nehmen? Mehr noch, die Machthaber auf der Krim haben auf Präzedenz von Kosovo hingewiesen. Das haben doch unsere westlichen Partner gemacht, selbst mit eigener Hand in einer Situation, die absolut identisch ist mit der Krim, haben sie die Abtrennung von Kosovo von Serbien für legitim erklärt. Damit haben sie bewiesen, dass keine Erlaubnis der zentralen Mächten notwendig sind zur Abtrennung von der zentralen Macht. Das internationale Gericht der UNO auf der Grundlage des Punktes 2, Artikel 2, hat sich damit einverstanden erklärt. Und in der Beschluss vom 22. Juli 2010 hat Folgendes gesagt. Ich zitiere wortwörtlich: kein gemeinsames Verbot für die einseitige Unabhängigkeitserklärung folgt nicht aus der Praxis des Sicherheitsrates der UNO, die das gemeinsame internationale Recht, Völkerrecht, enthält kein Verbot für die Erklärung der Unabhängigkeit. Alles ist klar und deutlich. Ich zitiere nicht gerne, aber ich muss noch ein Zitat bringen aus noch einem Amts. Das ist ein schriftliches Memorandum der USA vom 17. April 2009. Das wurde vorgelegt dem Internationalen Gericht im Zusammenhang mit der Anhörung der Frage von Kosovo. Die Deklaration über die Unabhängigkeit dürfen, und so geschieht es auch häufig, dürfen die inneren gesetzliche Vorschriften verletzen. Aber das bedeutet nicht, dass dabei die Verletzung des Völkerrechts stattfindet. Ende des Zitats. Die haben doch selbst das geschrieben, überall herumposaunt und dann auch eingesetzt. Und jetzt sind sie entrüstet. Wie kommt das? Die Handlungen der Bewohner der Krim passen in diese Gebrauchsanweisung an. Warum? Das, was den Albanern von Kosovo erlaubt ist und wir respektieren die, warum soll es verboten sein für Russen, Ukrainer und Krimtataren? Warum denn? Stellt sich die Frage. Die gleichen Vereinigten Staaten und Europa sagen uns, dass Kosovo ein Sonderfall war. Worin besteht denn dieser Sonderfall nach der Meinung unserer Kollegen? Es stellt sich heraus, dass im Zuge des Konflikts in Kosovo kam es zu vielen menschlichen Opfern. Ist das etwa ein juristisches Rechtsargument? Bei der Lösung des Internationalen Gerichtes steht nichts darüber. Und dann, wissen Sie, das sind schon keine doppelten Standards. Das ist schon ein Zynismus, ein direkter, geradliniger Zynismus. Es ist doch unzulässig, dass man alles unter die eigenen Interessen sozusagen anpasst, dass der gleiche Gegenstand heute weiß und morgen schwarz ist. Das heißt, jeder Konflikt soll so weit getrieben werden, bis die Menschenopfer da sind. Ich möchte sagen, wenn die Selbstverteidigungskräfte der Krim nicht von rechtzeitig die Situation nicht unter Kontrolle gehabt haben, wäre es dort auch zu Opfern gekommen. Gott sei Dank, dass das nicht so weit gekommen ist. Und auf der Krim fand das nicht statt. Und zwar, es kam zu keiner militärischen Auseinandersetzung auf der Krim und es kam zu keinen menschlichen Opfern. Was denken Sie? Warum? Die Antwort ist einfach, weil gegen das Volk und gegen den Willen des Volkes ist es schwer zu kämpfen. Es ist praktisch unmöglich, dagegen zu kämpfen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei den ukrainischen Soldaten bedanken. Und das waren immerhin 22.000 Personen, voll bewaffnet. Ich möchte mich bei diesen Soldaten der Ukraine bedanken, die kein Blutvergießen zugelassen haben und sich nicht mit Blut befleckt haben. In diesem Zusammenhang entstehen auch andere Gedanken. Man redet von irgendwelcher russischen Intervention, Aggression der Russen. Es ist seltsam, so etwas zu hören. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo in der Geschichte eine Intervention ohne einen einzigen Schuss und ohne menschliche Opfer vonstatten gegangen ist. Sehr verehrte Kollegen, in der Situation in der UNO zeigte sich wie im Spiegel das, was geschah in den letzten 10 Jahren in der Welt. Nach dem Verschwinden
verschwinden des bipolaren Systems. Es gibt nicht mehr Stabilität auf dem Planeten. Die Schlüsselinstitutionen, internationale Institutionen werden nicht gefestigt, sondern im Gegenteil leider degradiert. Unsere westlichen Partner mit den USA an der Spitze leiten sich in ihrer praktischen Politik nicht mit Völkerrecht, sondern mit dem Recht des Starken. Die glauben an ihre Ausschließerwähltheit und dass denen erlaubt ist, die Schicksale der Welt zu lösen und dass nur sie immer im Recht sein dürfen. Sie handeln so, wie es denen eben passt. Da und dort wenden sie die Gewalt gegenüber den souveränen Staaten an. Die veranstaltende Koalition, wer nicht für, mit uns ist, der ist gegen uns. Die erreichen notwendigen Resolutionen der UNO, damit es alles so gesetzlich aussieht. Und wenn das nicht stattfindet, dann ignorieren sie die UNO und den Sicherheitsrat überhaupt. So war das in Jugoslawien. Wir können uns daran gut erinnern, im Jahre 1999. Man konnte kaum daran glauben, man konnte kaum den eigenen Augen trauen. Aber am Ende des 20. Jahrhunderts, im Laufe von einigen Wochen, Raketenschläge und Bombenschläge verübt wurden. Und anschließend kam es zu einer richtigen Intervention. Gab es etwa eine UNO-Resolution oder die Resolution des Sicherheitsrates darüber? Und dann kam es Afghanistan, Irak und eine Verletzung der Resolution in Libyen, wo das sozusagen, obwohl das verboten wurde, bombardiert wurde. Dann kam es zu einer Reihe von Blumenrevolutionen, die von außen geleitet wurden. Das ist klar, dass Menschen müde wurden von der Tyrannei, von Bettelarmut, vom Fehlen der Perspektiven. Aber diese Gefühle wurden zynisch missbraucht. Diesen Menschen wurden Standards aufgezwungen, die keinesfalls deren Lebensweise, deren Tradition und Kultur entsprachen. Und letztendlich anstelle der Demokratie und der Freiheit entstand Chaos, Ausbruch von Gewalt und eine Reihe von Stadtstrüchen. Araberfrühling, es kam zu Araberwinter. Und das gleiche Szenario wurde auch in der Ukraine durchgeführt. Im Jahre 2004, um den richtigen Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl, hat man irgendwelche dritten Wahlgang erfunden, gar nicht vom Gesetz vorgesehen. Das ist ein Absurdum, das ist eine Verspottung der Verfassung. Und jetzt wurde eine gut ausgerüstete Armee der Freischäler vorbereitet. Wir verstehen, dass diese Handlungen sowohl gegen die Ukraine als auch gegen das Russland gerichtet wurde, auch gegen die Integration im eurasischen Raum. Und das ist zu der Zeit, als Russland ehrlich bestrebt war, einen Dialog durchzuführen. Wir schlagen ständig vor, die Zusammenarbeit in allen Schlüsselfragen. Wir wollen das Niveau des Vertrauens festigen. Wir wollen, dass unsere Beziehungen gleichberechtigt, ehrlich und offen sind. Aber wir haben keine Entgegenschritte beobachtet. Im Gegenteil. Wir wurden immer wieder betrogen. Es wurden Entscheidungen getroffen hinter unserem Rücken. Wir wurden vor den vollendeten Tatsachen gestellt. So ging es auch mit der Osterweiterung der NATO, mit der Unterbringung der militärischen Strukturen an unseren Grenzen. Man hat uns immer wieder gesagt, das geht sie nicht an. Na, das ist leicht zu sagen, dass das uns nicht betrifft. So kam es mit der Entfaltung des Antiraketensystems. Trotz unserer ganzen Befürchtungen, die Maschinerie wurde in Gang gesetzt. Es wurde auch verzögert, das Problem der Visaerteilung und auch mit der Zulassung auf den globalen Markt. Aber wir leben, man bedroht uns mit Sanktionen, aber wir leben auch sonst unter vielen Einschränkungen, die typisch sind für unsere Wirtschaft. Bereits in der Zeit des Kalten Krieges, die Vereinigten Staaten und andere Länder haben verboten, in die UdSSR eine ganze Reihe von Technologie und Ausrüstung zu verkaufen. Und diese Liste ist formell angeblich aufgehoben. Aber in Wirklichkeit, viele Verbote sind weiterhin in Kraft. Das heißt, wir haben allen Grund, davon auszugehen, dass sogenannte Politik der Appeasement Russland, die durchgeführt wurde im 18., im 19. und im 20. Jahrhundert, dass diese Zurückhaltungspolitik weiter fortgesetzt. Man versucht uns immer in irgendwelche Ecke zu drängen, dafür, dass wir eine unabhängige Position einnehmen, dafür, dass wir diese Position verteidigen und dass wir nicht heucheln, sondern die Dinge beim ihren Namen nennen. Aber alles hat seine Grenze. Und im Falle der Ukraine haben unsere westlichen Partner die Grenze überschritten. Die haben grob, verantwortungslos und unprofessionell sich benommen. Die haben das doch gewusst. Die haben doch
sehr gut gewusst, dass auch in der Ukraine und auf der Krim Millionen russlandstämmige Menschen wohnen. Wie kann man das Maßgefühl verlieren, um nicht vorauszusagen, welche Konsequenzen das haben wird? Russland kam zu einer Grenze und die konnte nicht mehr zurück. Wenn man eine Feder immer dicker zusammendrückt, dann wird diese Feder irgendwann auseinanderspringen und man soll das immer nicht vergessen. Heute müssen wir die Hysterie aufgeben, müssen die Rhetorik des Kalten Krieges beiseite legen und sagen, Russland ist selbstständig und beteiligt sich aktiv am internationalen Leben. Russland hat ihre internationalen Interessen, die berücksichtigt werden sollen und geachtet werden sollen. Und dabei mit Dank stehen wir zu allen, die mit Verständnis unsere Schritte auf der Krim schätzen. Wir sind mit anerkennend, wir erkennen auch das Volk von China, deren Führung. Die Führung von China betrachtet die Situation um die Krim in der gesamten historischen und politischen Fülle. Wir auch sind dankbar Indien für deren Zurückhaltung. Ich wende mich heute auch an das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich wende mich an Menschen, die seit der Gründung dieser Staaten, seit der Verabschiedung der Unabhängigkeit der Deklaration stolz sind darauf, dass die Freiheit für die in erster Linie steht. Ist etwa das Bestreben der Bewohner der Krim an die Bestimmung des eigenen Schicksals nicht auch diesen Wert darstellt? Sie müssen uns gut verstehen. Wie ich glaube, dass ich auch von den Europäern verstanden werde und in erster Linie auch von den Deutschen verstanden werden. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass während der politischen Konsultation bei der Vereinigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR auf einem sehr hohen Niveau Vertreter nicht aller Länder, die damals Verbündete Deutschlands waren, die Idee der Vereinigung Deutschland schlechthin unterstützt haben. Aber unser Land ganz umgekehrt eindeutig hat das aufrichtige, unaufhaltsame Streben der Deutschen an die nationale Einheit unterstützt. Ich bin sicher, dass Sie das nicht vergessen haben. Und ich rechne damit, dass die Bewohner Deutschlands auch das Bestreben der russischen Welt, des historischen Luzern unterstützen werden in ihrem Bestreben zu der Wiederherstellung der Einheit. Ich wende mich an das Volk der Ukraine. Aufrichtig möchte ich, dass Sie uns verstehen. Wir wollen keinesfalls Schaden Ihnen zufügen oder Ihre nationalen Gefühle verletzen. Wir haben immer die territoriale Integrität des ukrainischen Staates respektiert, im Unterschied übrigens von denen, die die Einheit der Ukraine aufopferte zugunsten der politischen Ambitionen. Die benutzen die Parolen des großen Ukraine. Aber gerade Sie haben alles unternommen, um das Land zu spalten. Jetzt diese ganze bürgerliche Spaltung liegt auf deren Gewissen. Ich möchte, dass Sie mir Gehör schenken, liebe Freunde. Schenkt keinen Glauben dem, der euch einschüchtert mit Russland und die Schreie nach Krim, folgen andere Regionen. Wir wollen keine Spaltung der Ukraine. Wir brauchen das nicht. Was aber die Krim angeht, die Krim war und bleibt sowohl russisch als auch ukrainisch, als auch krim-tatarisch. Ich wiederhole. Ich wiederhole, die Krim, so wie das jahrhundertelang war, wird das eigene Heimathaus für alle Vertreter, alle Völker sein, die dort wohnen. Aber es wird niemals Krim von Bandera sein. Die Krim, das ist unser gemeinsames Gut und der wichtigste Faktor der Stabilität in der Region. Und das ist das strategische Territorium. Dieses Territorium soll unter der festen, stabilen Souveränität bleiben, die jetzt nur russisch sein kann. So sind die Tatsachen.
Andernfalls, liebe Freunde, ich wende mich auch an die Ukraine und auch an Russland. Wir, sowohl die Russen als auch die Ukrainer, können überhaupt die Krim verlieren, und zwar in einer nicht weit entfernten historischen Perspektive. Sie müssen darüber nachdenken. Ich möchte in Erinnerung, dass jetzt schon die Rufe in der Ukraine erklangen über den Beitritt zur NATO. Was würde das bedeuten für die Krim und Sevastopol, dass in einer Stadt des russischen Ruhmes die NATO-Flotte, dann, dass das eine Gefahr für den ganzen Süden Russlands entstehen würde. Alles, was real stattfinden konnte, das würde alles stattfinden, wenn nicht die Wahl der Bewohner der Krim gewesen wäre. Wir danken Ihnen für diese Wahl. Übrigens, wir sind nicht gegen die Zusammenarbeit mit der NATO, keinesfalls. Wir sind dagegen, dass die militärische Allianz und bei alledem bleibt NATO eine militärische Allianz. Wir wollen nicht, dass eine militärische Organisation neben unserem Zaun da herumwirtschaftet oder auf unseren historischen Territorien. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir nach Sevastopol reisen werden zu Besuch zur NATO-Flotte. Übrigens, die meisten dieser Marinesoldaten sind nette Jungs, aber besser sollen sie uns in Sevastopol besuchen, als dass wir sie in Sevastopol als Gäste besuchen. Ich kann sagen, es schmerzt uns das Herz für alles, was jetzt in der Ukraine stattfindet. Wir, dass Menschen leiden und dass sie nicht wissen, wie sie jetzt leben können und was morgen sie erwartet. Und unsere Sorge ist verständlich. Wir sind keine einfach nur Nachbarn. Wir sind ein Volk, habe ich schon mehrfach. Kiew ist die Mutter der russischen Städte. Die alte Rus ist unsere gemeinsame Quelle. Wir werden sowieso nicht ohne einander leben können. Und ich werde noch eins sagen. In der Ukraine leben und werden leben Millionen russischstämmige Bürger. Und Russland wird immer deren Interessen schützen durch politische, diplomatische und rechtliche Mittel. Aber in erster Linie. Die Ukraine selbst soll das Interesse haben, dass die Interessen und Rechte dieser Menschen garantiert werden. Darin liegt der Unterpfand der Stabilität, der russischen Staatlichkeit und der territorialen Integrität des Landes. Wir wollen Freundschaft mit der Ukraine. Wir wollen, dass sie ein starkes, souveränes Staat ist. Und Ukraine ist einer der wichtigsten Partner. Wir haben viele gemeinsame Projekte und trotz allem, ich glaube an deren Erfolg. Und das Wichtigste, wir wollen, dass auf den ukrainischen Boden Eintracht und Frieden kommt. Und wir gemeinsam mit den anderen Staaten wollen wir das unterstützen nach Kräften. Aber nur die Bewohner der Ukraine selbst sind in der Lage, im eigenen Haus Ordnung zu schaffen. Sehr verehrte Bewohner der Stadt Krim und der Stadt Sevastopol, ganz Russland war begeistert von ihrem Mut, Würde und auch Kühnheit. Sie haben das Schicksal der Krim entschieden. An diesen Tagen standen wir nah, so wie noch nie. Wir haben einander unterstützt. Das waren die aufrichtigen Gefühle der Solidarität. Eben an solchen historischen Wendepunkten wird die Reife und die Stärke des Geistes der Nation geprüft. Und das Volk Russlands hat diese Stärke und diese Reife gezeigt in der Geschlossenheit, mit der wir unsere Landsleute unterstützt haben. Die Festigkeit der außenpolitischen Position Russlands fußte auf die vielen Millionen Menschen, auf die Unterstützung der gesellschaftlichen Kräfte und politischen Kräfte. Ich möchte mich bedanken bei allen für diesen
patriotische Gefühle. Alle Ausnahmen, danke ich. Aber wir müssen auch in der Zukunft diese Konsolidierung beibehalten, um die Aufgaben zu lösen, die vor Russland stehen. Wir werden bestimmt auch die Konfrontation von außen erleben. Aber wir müssen für sich selbst entscheiden, ob wir bereit sind, konsequent unsere nationalen Interessen zu verteidigen. Oder müssen wir immer zurücktreten, unser Interesse abgeben. Manche westlichen Politiker erschrecken uns schon nicht nur sozusagen mit Sanktionen, sondern mit der Verschärfung der innerpolitischen Probleme. Was meinen Sie? Die Wirkung von bestimmten fünften Kolonne, Nationalverräter? Oder hoffen Sie, dass Sie die sozialökonomische Situation in Russland verschärfen wollen und damit die unzufriedenen Menschen provozieren können? Wir betrachten solche Erklärungen als verantwortungslose und aggressive. Und wir werden entsprechend darauf reagieren. Dabei werden wir von uns aus niemals eine Konfrontation mit unseren Partnern anstreben, weder im Osten noch im Westen. Wir werden alles Mögliche unternehmen, um zivilisierte, gut nachbarschaftliche Beziehungen aufzubauen, so wie das eben üblich ist in der modernen Welt. Verehrte Kollegen, ich verstehe die Bewohner der Krim, die Frage auf dem Referendum unmissverständlich gestellt haben. Soll die Krim entweder mit Russland oder mit der Ukraine verbleiben? Und man kann mit Sicherheit sagen, dass die Führung der Krim und Sevastopol, die Abgeordneten der Legislative, haben praktisch die wichtigsten Interessen berührt. Sie haben in erster Linie nicht die Gruppeninteressen gestellt, sondern die wichtigsten Interessen der Bürger gestellt. Jede andere Variante der Plebiszite sieht, unabhängig davon, wie anziehend das wäre, durch die historischen, durch die demokratischen, durch die wirtschaftlichen Besonderheiten dieses Territoriums, wären nur vorübergehend und zeitweilig und nicht stabil sein. Und unverzüglich würde das zu weiterer Verschärfung der Situation auf der Krim führen und auch verhängnisvoll auf dem Leben der Menschen sich bemerkbar machen. Die Bewohner der Krim haben die Frage ganz deutlich, ohne Kompromisse, ohne Halbtöne, auf die Tagesordnung gestellt. Das Referendum wurde offen und ehrlich durchgeführt. Und die Menschen auf der Krim haben deutlich und überzeugend deren Willen bekundet. Sie wollen mit Russland zusammen sein. Russland steht es auch bevor, komplizierte Entscheidungen zu treffen. In Anbetracht der Fülle von innerpolitischen und außerpolitischen Faktoren. Und wie sehen denn die Meinungen der Menschen in Russland aus? Hier wie in jeder demokratischen Gesellschaft gibt es verschiedene Standpunkte. Aber die Position der absoluten Mehrheit der Bürger ist eindeutig. Sie wissen ja, die letzten soziologischen Umfragen, die in Russland gerade vor ein paar Tagen durchgeführt wurden. Etwa 95% der Bürger sind der Meinung, dass Russland verpflichtet ist, die Interessen der Russischstämmigen und der Vertreter der anderen Bewohner der Krim schützen. 95% der Bürger, betone ich. Und mehr als 83% sind der Meinung, dass Russland das unternehmen soll, selbst wenn diese Position die Beziehungen zu manchen Ländern verschärft. 86% der Bürger unseres Landes sind überzeugt, dass die Krim immer noch das russische Territorium und der russische Boden ist. Und fast, und das ist eine sehr wichtige Zahl, diese Zahl entspricht dem, was auf dem Referendum auf der Krim stand. Fast 92% sprechen sich für den Anschluss der Krim an Russland. Auf diese Weise, die überwiegende Mehrheit der Bewohner der Krim und auch die überwiegende Mehrheit der Bewohner der Russischen Föderation unterstützen die Wiedervereinigung der Republik Krim und der Stadt Sevastopol mit der Russischen Föderation. Ja, ist egal. Das ist egal.
Jetzt sollen die politischen Entscheidungen von Russland selbst getroffen werden. Und da diese Entscheidung kann sich nur auf den Willen des Volkes stützen, denn alleine das Volk ist die Quelle jeder Macht. Sehr verehrte Mitglieder des Föderationsrates, sehr verehrte Abgeordnete der Staatsduma, Bürger Russlands, Bewohner der Krim und Sewastopol. Heute, wir gründen uns auf die Ergebnisse des Referendums, das auf der Krim stattfand. Wir stützen sich auf den Willen des Volkes. Ich bringe in den Föderationsrat ein Verfassungsgesetz über die Annahme in den Bestand der Russischen Föderation, zwei neuen Subjekte der Föderation an der Republik Krim und der Stadt Sewastopol. Ich stelle diesen Antrag an den Föderationsrat. Terroristische Aktionen, sogenannt friedlicher Demonstranten. Es ist an der Zeit, die Lügen der Massenmedien aufzudecken und diese ins Bewusstsein der betrogenen Völker zu bringen. Und die Lügen der Massenmedien wiegen schwer. Kiew. Die einseitige Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Demonstranten in der Ukraine sorgt erneut für Zusendungen und Hilferufe an die Medienklagemauer. Kiew. Zuerst ein Blick zurück. Medienschlagzeilen wie «Die Welt darf nicht zuschauen, wie ein Diktator sein Volk abschlachtet» von Bild.de am 20.02.14 oder «Suche nach Janukowitsch wegen Massenmordes» Blick 24.02.14 zementieren Janukowitsch als diktatorischen Massenmörder und dies ins Bewusstsein der westlichen Völker. Wir waren vor Ort und zeigen heute eine exklusive Gegendarstellung der Medienpropaganda mit Live-Aufnahmen aus der Ukraine. Während die Sicherheitskräfte einzig um die Sicherung der Territorien besorgt sind, werden diese von Demonstranten tagelang gewaltsam in die Enge getrieben und massakriert. Die als friedlich propagierten Demonstranten schlagen pausenlos mit Stöcken, Steinen und Stangen auf Sicherheitsbeamte ein, sprühen ihnen Pfefferspray und alle möglichen Chemikalien ins Gesicht. Die sogenannten friedlichen Demonstranten bewerfen die Sicherheitskräfte mit Pflastersteinen und allem, was ihnen gerade so in die Hände kommt. Sie schleudern Molotow-Cocktails und Brandsätze aller Gattung. Spezialeinheiten fangen dabei Feuer. Dennoch verharren diese Sicherheitskräfte in unfassbarer Geduld und defensiver Haltung. Dies offenbart unzweideutig, was ihnen von der Regierung befohlen wurde. Dennoch schreibt Boulevardjournalist Paul Ronsheimer in Bild.de am 20.02.14, Zitat, «Es ist das eingetreten, wovor Vitali Klitschko alle immer wieder gewarnt hatte. Ein Blutbad, angeordnet vom ukrainischen Präsidenten. Folgender Filmausschnitt beweist, dass dies eine reine Medienlüge ist. Diese Bilder besiegeln zudem, welchen Inhalts die hoheitlichen Order waren, denen die Sicherheitskräfte Folge leisteten. Beachten Sie gerade diesen Moment, wo dieser Polizist einen terroristischen Demonstranten nur schon am Arm anfassen möchte. Auf der Stelle wird er von seinem Polizeikollegen am eigenen Arm gepackt und zurück in die defensiv geschlossene Linie der Sicherheitskräfte gezogen. Ein unverfälschbarer Beweis also, welche Order tatsächlich von Regierungschef Janukowitsch ausgegeben war. Wie auch endlos andere Live-Aufnahmen beweisen, richteten vorab allein terroristische Demonstranten ein tagelanges Blutbad an und die Sicherheitskräfte ertrugen die Attacken in geradezu göttlicher Geduld und Durchstehvermögen. Nach etlichen Versuchen gelang es hier, den Terroristen einen Polizisten aus der geschlossenen Linie zu zerren. Diesem rauben sie die Uniform und Schutzbekleidung, verprügeln ihn gewaltsam. Was, so fragt man sich,
haben dieser Polizist und all seine Dienstkameraden verbrochen, um derart von Demonstranten gemartert zu werden. Ist nicht auch dieser Geprügelte ein Sohn irgendeiner Mutter oder gar selber ein Vater von Kindern? Ein Mann, der wie jeder andere mit seiner Tätigkeit und dem Broterwerb seiner Familie besorgt ist? Doch die Medien lügen unbeirrt weiter, und dies im Verbund. Spiegel Online berichtete, dass die USA von der Entscheidung der ukrainischen Behörden angewidert sei, mit Spezialeinheiten, Bulldozern und Schlagstöcken gegen friedliche Demonstranten vorzugehen. Nachfolgende Bilder aber strafen Spiegel Online der skrupellosen Verleumdung. Sehen Sie selbst, wer hier wen mit Bulldozern überrumpelt. Während die Spezialeinheiten getreu das Territorium der protestierenden Masse zu begrenzen versuchen, werden sie selber mit einem Bulldozer aufs Übelste attackiert, mit Pflastersteinen beworfen, mit Brandsätzen bombardiert. Friedensapostel Obama predigt indessen, Washington erwarte, dass die ukrainische Regierung Zurückhaltung übt und nicht mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgeht. Fein gesagt, Herr Präsident, doch stellt sich hier nicht vielmehr folgende Frage. Würde Herr Obama sich selber und die USA auch tagelang von sogenannten friedlichen Demonstranten mit Feuer bespeien und massakrieren lassen, ohne dem terroristischen Treiben Einhalt zu gebieten? Sind nicht nachweislich Sie die Letzten, die sich so etwas bieten lassen würden? Augenzeugen berichten nun aber auch, dass ausgerechnet die USA dieses terroristische Treiben in der Ukraine bislang orchestriert und finanziert haben soll. Nach Angaben der Vereinigung der Offiziere, der Sicherheitsbeamten und Spezialeinheiten der Ukraine fließt ständig Geld zu oppositionellen Gruppen der Regierung. Seit Beginn der Unruhen am Maidan werde jedem Leiter des aktiven Widerstands eine Vergütung in Aussicht gestellt. 200 US-Dollar pro Tag für jeden aktiven Kämpfer sollen es sein und zusätzlich noch 500 US-Dollar, wenn die Gruppe mehr als 10 Menschen beträgt. Die Koordinatoren sollen bis 2000 Dollar pro Tag für Protestaktionen erhalten, mit der Bedingung, dass die untergeordnete Gruppe direkt Angriffe auf Sicherheitskräfte und Staatsorgane unternimmt. Augenzeugen sagen weiter aus, dass die Gelder über diplomatische Kanäle in die Botschaft der USA in Kiew fließen. Von dort zu den zentralen Büros der Nichtregierungsorganisationen Svoboda und Vaterland. Hier spricht man von 2 Millionen Dollar pro Woche. Zeugen berichten weiter. Wissen Sie, wie wir die nennen? Wilde Typen. Glauben Sie, die machen das umsonst? Nein, die machen das für Geld. Und was glauben Sie, wer die bezahlt? Die USA bezahlen sie. Diese Leute, die gehen zum Maidan, als ob sie zur Arbeit gehen würden. Die kommen aus allen möglichen Städten hierher. Ich weiß, dass die Demonstranten am Tag 25 Dollar bekommen. Mein 18-jähriger Sohn, der ist am Anfang immer hingegangen und er wurde dafür bezahlt. Aber es war niemals richtig friedlich. Victoria Nuland, Stellvertreterin des US-Außenministers, bezeugte, dass die USA 5 Milliarden Dollar für die Demokratisierung der Ukraine ausgegeben habe. Für was wurde dieses Geld ausgegeben? Es scheint immer mehr, dass ein beträchtlicher Teil der genannten Summe in die Destabilisierung der Ukraine floss. Ist für die USA der Begriff Destabilisierung gar ein Synonym für Demokratie? Hier zeigt sich auch die Nachrichtenagentur Reuters im Kreis der ganz großen Lügner. Die Bundesregierung habe sich besorgt über das gewaltsame Vorgehen der ukrainischen Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten geäußert. Was in aller Welt verstehen solche Nachrichtenagenturen bloß unter friedlichen Demonstranten? Nachdem die Ukrainer Sicherheitskräfte sich nachweisbar tagelang defensiv immer mehr prügeln ließen und dies mittels Stöcken, Steinen, Kugeln, ja gar mit Feuer bewerfen ließen, berichtet schließlich die Berliner Zeitung, Zitat, am Samstagmorgen hatte die Polizei eine Demonstration auf dem Unabhängigkeitsplatz gewaltsam aufgelöst.
Genau auf diesen Moment scheint die Mainstream-Presse ganz offenkundig nur gewartet zu haben. Erst ab diesem Zeitpunkt richten sie ihre Kameras gezielt auf die Polizisten. Dass diese allerdings aus reinster Notwehr heraus handeln, unterschlagen die Hauptmedien einmal mehr mutwillig wieder jedes bessere Wissen. Zeit Online berichtet am 20. Februar von der Entrüstung der USA über Schüsse auf Demonstranten von ukrainischen Sicherheitskräften. Wer beschießt hier aber wen? Es ist offenkundig. Bewaffnete Oppositionelle fühlen sich hier gerade wie Helden in einem Gewaltgame. Die Munition wird gemächlich nachgeladen und aus dem Hinterhalt geschossen. Sind sich diese noch annähernd bewusst, dass sie hier kein Spiel mehr betreiben, sondern reale Menschenleben zerstören? Ist ihnen die Fähigkeit, die Auswirkungen ihres Handelns nüchtern einschätzen zu können, abhanden gekommen? Vielleicht gerade durch Games und realitätsnahe Gewaltspiele? Solches prophezeiten zumindest schon manche besorgten Denker. Defensive Polizisten werden über Stunden hinweg beschossen. Hier prallt gerade eine Pistolenkugel am Schutzschild eines Polizisten ab, während die Polizisten minimale Mittel einsetzen, um den Terroristen Einhalt zu gebieten. Was ja eh nichts anderes als deren Staatspflicht ist. Sehr verehrte Zuschauer, diese erschreckend kontroverse Berichterstattung ist an Verdrehung nicht mehr zu überbieten. Denn all diese Ereignisse haben die Medien vor Ort über Tage hinweg beobachtet und wieder besseres Wissen gezielt vor der Weltöffentlichkeit verschwiegen. Man mag sich über alles Mögliche im Unklaren sein, ob nun die Politik der Ukrainer stimmt oder nicht, ob die alte oder neue Regierung die bessere ist. Eines bei all dem jedoch ist nicht unklar, eines schält sich in aller Deutlichkeit heraus, und das ist, dass die Medien im gesamten Verbunde lügen. Es ist nicht wahr, was sie berichten. Es handelt sich um einen Komplott der Medien, um eine Verschwörungstatsache, und das ist keine Verschwörungstheorie. Beteiligt durch gleiches Verhalten zeigen sie hier unter vielen anderen Spiegel.de, Tagesspiegel.de, Reuters, Tagesschau, SRF, 20 Minuten, Berliner Zeitung, Welt.de, Stern.de, Finanzen.net, Bundesregierung.de und so weiter. Warum unterschlagen die Medien der Öffentlichkeit nachweislich solch schwerwiegende Informationen? Warum überhaupt propagieren sie all solch verleumderische Inhalte? Solch gezielte Verdrehungen von Sachverhalten müssen als kriegstreiberisches Verbrechen eingestuft werden, dem Einhalt geboten werden muss. Hier ist die Staatsanwaltschaft wieder einmal gefragt. Wird sie handeln? Wird sie endlich handeln? Wenn Sicherheitskräfte nach langem Ausharren Maßnahmen treffen oder aus Notwehr handeln und dies den Völkern als diktatorischer Massenmord propagiert wird, muss dies als schwerwiegendes Verbrechen an der ukrainischen Regierung und der Weltgemeinschaft geahndet werden. В прямому ефірі, тобто да, не перекручуйте все. Несіть правду людям. Всі українці повинні зараз об'єднатися ради спасіння держави, спасіння її. Sehr verehrte Zuschauer, bei diesen Fakten handelt es sich somit nachweislich nicht um eine Verschwörungstheorie, sondern um eine reale Verschwörung. Bleiben Sie angesichts dieser Sachverhalte nicht tatenlos und verhelfen Sie dieser eingereichten Klage zu Gehör, indem Sie diese Sendung weiter verbreiten. Jede Mitwirkung zählt, jede Passivität verhilft diesen Kriegstreibern an die Macht.